Große Geschenkkörbe, gutes Essen und ausgelassene Stimmung. Beim Erntedankfest der Mannswörter Blasmusik im Feuerwehrhaus wurde sogar auf den Tischen getanzt. Wenn sich Feuerwehr und Blasmusik zusammentun, dann kann ein Fest eigentlich nur gelingen. Besonders, wenn es dann auch noch so großartige Tombola-Preise gibt, wie beim Erntedankfest der Mannswörter. Die Bevölkerung gibt immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr spendabel, gibt uns die Preise. Und wir können die Besucher des Erntedankfestes können wir auf jeden Fall mit schönen Preisen wieder nach Hause schicken. Ja. Ich habe gesehen, auch so große Körbe mit Gemüse. Wo kommt das her? Gemüse ist auch von der LGV in Winsimmering gespendet. Den großen Erntedankkorb spendet immer die Familie Kindl, die Frau Maria Kindl. Die seit Bestehen des Erntedankfestes wird der große Erntedankkorb von der Familie Kindl ausgerichtet. Und der den nach Hause schleppen muss, der tut mir eigentlich leid, ja. Und haben Sie einen Korb auch schon gewonnen heute, einen dieser tollen Körbe? Ja, ich muss jetzt leider sagen, oder Gott sei Dank, habe ich das Glück gehabt, dass wir heuer was gewonnen haben. Ist nicht immer so, einmal ist das Glück auf dieser Seite und diesmal war es halt ein bisschen auf meiner Seite, aber ja, habe eine Riesenfreude auch damit. Was haben Sie denn bekommen? Ein Gemüsekorb und zwei Gutscheine haben wir noch gewonnen. Über die Ernte dieses Jahres kann und will sich hier jedenfalls niemand beklagen. Also ich bedanke mich für die ganze Mannschaft, die so zahlreich und so toll hinter uns vom Kommando steht. Weil nur ich selber als Feuerwehrkommandant, das muss halt einer die Führung halt machen. Aber das ganze Team, das ist so ausgezeichnet und wir ziehen da alle an einen Strang und für das möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bedanken. Gibt es auch eine Ernte im Sinne von, wir haben heuer neue Maschinen, neue Autos bekommen? Naja, das haben wir voriges Jahr, wo wir dann das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug bekommen haben und ebenfalls das Motorboot, ein neues Lastfahrzeug mit einem Kran haben wir angeschafft. Die Garage da, wo wir jetzt gerade sich befinden, ist neu in Dienst gestellt worden, ein Motorboot. Also es, ja, jetzt irgendwann ist genug und irgendwann müssen wir wieder sparen auch, glaube ich, ein bisschen. Unsere Ernte ist sehr viel Freude der Bevölkerung mit unserer Musik. Ich möchte mich recht herzlich immer bedanken für die Notenspenden der Bevölkerung. Geldnotenspenden, ja. Sie unterstützen uns sehr, sehr gut. Und Rückblick aufs ganze Jahr, Freude an Musik. Hinter Ihnen gibt es eine Weinbar. Hat es die auch immer schon gegeben? Ja, eigentlich ja. Seit ein paar Jahren haben wir jetzt auch einen guten Wein bei uns bei der Feuerwehr aus Achtelwein zum Trinken. Und wie Sie hinter uns sehen, wird er ganz gut angenommen und ich glaube, er schmeckt auch ganz gut. Aber zur Blasmusik gehört da nicht normalerweise das Bier und die Stelzen? Das ist am Vormittag recht gut gegangen und dann nach der Verlosung trifft man sich halt dann da für ein gemütliches Beisammensein da. Auf der Weinbahn auch, war ein gutes Achterl. Wie viel habt ihr jetzt schon Umsatz gehabt, irgendwie an Bratwürsteln oder Händeln oder wie viel, wissen Sie das? Also direkt auf die Stückzahl genau weiß ich es nicht. Nur von den Küchen, Kameraden ist mir mitgeteilt worden, dass heute ein sehr tolles Geschäft gewesen sein muss, weil die Schnitzel und die Bratwürsteln sind jetzt aus und ja, ich denke, es wird noch ein paar Stunden dann dauern bei uns. Wie viele Kameraden sind denn da jetzt am Werken? Naja, wir sind da schon 35 Mann und da seit Freitag, wo dann die Garage rausgewaschen werden muss und einfach die Leute zum Präsentieren von der Feuerwehr, dass das einfach wieder alles in neuen und schönen Glanz erhält. Dadurch, Samstag, da wird sowieso Vollgas gegeben und dann halt heute mit den ganzen Kameraden, jeder ist eingeteilt und es läuft ganz gut bei uns so.